Hallo zu Final Fantasy 14, Heavensward. Es geht jetzt an der Stelle jetzt weiter mit den Astrologen und ich hoffe, es hat euch auch die davor gefallen, die Parts. Außerdem auch die anderen Jobquests, die jetzt noch ja, bis zur Patch 3.5 folgen. Also ihr werdet auf jeden Fall noch genügend an Content bekommen hier erstmals. Und dann wird erstmal voll Karacho auf 3.5 konzentriert. Also sprich, wo ich dann mit 7X drum kümmere. Soweit ihr das wohl bestimmt mitbekommen habt. Und ja, auf jeden Fall wird auch alles andere noch hinterher kommen, aber ich wollte mich erstmal drauf fixieren mit Serven, hinterher mit Ex und dann eben halt euch dementsprechend den Guide zu bringen und außerdem auch hinterher den ganzen anderen Content aus Patch 3.5. So, wir machen erstmal an der Stelle hier weiter mit den Astrologen und hier haben wir in treuem Gedenken. Da bekommen wir den eben halt Nominisium. Das ist eine Fähigkeit, wo du ein Kraftfeld, eine Kraftzone erscheint, die für jeden Gruppenmitglied, das sich in dieser Zone befindet, LP regeneriert und 10% des erlittenen Schaden abwehrt. Also sprich, wir machen einen Schutzschild, der so gesehen unsere Verbündeten heilt und außerdem auch einen Schutzschild gibt. Heilpotenzial haben wir 150, dann haben wir eine Ausdauer von 15 Sekunden und außerdem auch eine Ausdauer, ach nein, eine Dauer, eine Schadensabwehr um 18 Sekunden. Nice. Beendet Autoattacke, also wir machen auch keine Autoattacke und so etwas, aber das ist ja auch wurscht. Effekt endet bei Bewegung oder beim Ausführen eines Kommandos. Ah, also. Und dann können wir uns dann wieder bewegen und wir können dann wieder Kommandos ausführen. Heißt also, wir bleiben erstmal in der Zeit. Ja, sprich in Stasis. Dafür müssen wir aber auch die beiden Stances aktiviert haben. Also Diurnal oder Nocturnal. Okay, Jane hat dir etwas mitzuteilen. Sei gegrüßt, Levas Bemühungen als Heilerin zeigen bereits Wirkung. Ich habe sogar in Ishgard schon Leute darüber reden hören. Man macht sich Hoffnung, dass die astrologischen Techniken nicht nur zur Wundheilung, sondern auch zur Stärkung der gesunden beitragen und dadurch die Leben unzähliger Ritter an der Front gegen die Drachen retten könnte. Die Kurie ist natürlich gar nicht begeistert und nun wollen sie uns auf andere Weise loswerden. Ein offizieller Auftrag ist eingegangen. Unsere Fähigkeiten seien bei einer Mission vonnöten, bei der mit zahlreichen Verletzten zu rechnen sei. Wir sollen zur Tannhöhe im westlichen Hochland von Kortas kommen. Die Siedlung soll wieder aufgebaut werden, aber die wilden Tiere in den umgebenden Wäldern stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar. Mein Vater hat großzügigerweise seine Ritter zur Verfügung gestellt, um die Tannhöhe zurückzuerobern. Die Kurie gewinnt auf jeden Fall. Die Operation ist klein und recht unbedeutend, sodass niemand Notiz davon nehmen wird, selbst wenn wir Erfolg haben. Trotzdem kann die Kurie behaupten, uns Gelegenheit zum Einsatz unserer Fähigkeiten gegeben zu haben. Scheitern wir, dann ist erst recht bewiesen, dass die Astrologie zu nichts nutze ist. Und unsere mühsam erarbeitete Anerkennung ist zunichte gemacht. Eva ist trotzdem entschlossen, das Beste aus der Lage zu machen. Sie ist mit Hyperpan bereits aufgebrochen. Mach dich bitte auf den Weg und melde dich bei dem befehlshabenden Ritter. Wir sehen uns auf der Tannhöhe. So, dann machen wir uns mal dort auf. Yay. Ach, da ist die Tannhöhe. Ah, das ist ja dieses Gebäude da. Okay, machen wir uns da mal auf. Haben wir hier. Irgendeine. Okay. Ja, es wird auf jeden Fall noch spannend mit den White Mage, also sprich den Weißmagier. Und ja, lasst gerne auch mal euer Feedback da. Wie findet ihr ihn in Heavensward? Und außerdem auch, ja, allgemein so. Und außerdem auch natürlich den Astrologen, den wir jetzt hier spielen. Würde mich mal auch mal interessieren. Hinterher wird auf jeden Fall auch noch der Schwarzmagier folgen. Dann müsste ich halt mal gucken, wie ich da die Parts hochlade, weil ich habe ja vor, die ganzen Jobquests dann erfüllt zu haben, bevor Patch 3.5 rauskommt, weil dann wollte ich dort erstmal in aller Ruhe streamen und halt außerdem auch dann um Servant X kümmern, um hinterher euch auch noch demnächst auch noch den Guide zu bringen.
Ja, das habe ich erstmal soweit in Planung. Und deswegen wollte ich das so machen, damit ihr auf jeden Fall erstmal mit dem ganzen Content erstmal versorgt seid. Und hinterher kommt das ja mit den. Kommt das ja hinterher mit den ganzen anderen von 3.5. Also da haben wir auf jeden Fall noch genügend Zeit und wir werden auch noch alles noch erleben. So. Da haben wir einen Dürrendai-Ritter. Schicke, schicke. Okay. Naja. Ihr seid die Astrologen. Wir kommen mit der Versorgung der Wunden nicht nach. Bitte, wenn ihr uns helfen wollt, dann kümmert euch um die verletzten Ritter. Okay, machen wir. Müssen wir harmonischer Orbis einsetzen. Oh, meine Güte, da kommt schon wieder so ein Viech hier an. Meint ihr, müsst ihr jetzt wieder hier. Und tschüss. Nicht Exil. Endlich. Nicht, dass ich Schmerz nicht gewöhnt wäre, aber diesmal vielen Dank. So, dann kommt da hinten der nächste. Ich danke dir. Das werde ich dir nicht vergessen. Da haben wir noch ein Ritter. Vielen Dank. Hast du auch der Frau schon geholfen, der die vorhin geschrien hat? Nein, von unserer Truppe war die nicht. Du solltest besser nachsehen. Mit den Bestien da draußen ist nicht zu spaßen. Oh, da schauen wir mal nach, was da vor sich geht. Ah, ist aber. Na gut, dann checken wir das mal hier ab. Hey, hört auf, mich zu betäuben. So, okay. Dann los geht's. So. Freund in Not. Wen haben wir denn hier? Ah ja. Na, was haben wir denn da? Silvestre, was machst du hier? Du hast die Eorzea doch immer als kulturlose Barbaren beschimpft und wollte nie wieder herkommen. Richtig, richtig. Eine Einsicht, zu der auch der Unweigerliche gelangen müsstest, meine Liebe. Hättest du nur die geistige Kapazität dazu. Aber wie du bestimmt durchschaut hast, war ich es, der sie auf dich angesetzt hat. Du hattest deine Chance, friedlich mit uns mitzukommen, doch du hast sie törichterweise ausgeschlagen. Nun wurde das Edikt aufgestellt und ich bin hier, um dich mit Gewalt zurückzubringen.
Und dieses Büchlein hier werde ich erstmal einmal an mich nehmen. Ich muss zugeben, dass Silly einen Teil der Schuld trifft. Hätte sie nicht eigenmächtig angefangen, ihre Spielchen mit dir zu spielen, wärst du vielleicht bereits im Finsterwald zur Vernunft gekommen. Aber so hat sie nur Öl ins Feuer geschossen und dein widerspenstigen Wesen erst recht herausgefordert. Und nun muss ich meinen Fuß in dieses Land unkultivierter, unwissender setzen und selbst bereinigen, was sie verpatzt hat. Ich werde am besten mit deinen Kameraden hier beginnen. Kubiko, lauf mit Jane weg. Keiner von euch ist seiner Magie gewachsen. Aber Livia. Ich muss das Tagebuch zurückholen. Du solltest ab und zu in die Sterne blicken. Dort steht dein unabänderliches Schicksal schon seit Äonen festgeschrieben. Was ist hier los? Noch einer, der es nicht erwarten kann, sein trauriges Los zu erfüllen. So etwas kann man ja kaum mit ansehen. Wie du vermutlich erfahren hast, wurde auch Meister Mace von uns zu deiner unerlaubten Reise nach Eorzea befragt. Was du vielleicht noch nicht weißt, ist, dass wir ihn noch immer in Gewahrsam haben. In Dunkelhaft. Nur eine Sicherheitsmaßnahme versteht sich. Wir wollen ja nicht, dass er noch vor den Prozess flieht. Ich muss dir gewiss nicht sagen, dass völlige Dunkelheit den Verstand schwer zu setzen kann. Dein Großvater ist nicht mehr der Jüngste. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass er dieser Belastung allzu lange standhält. Wenn du deinen Großvater unverletzt und auf freiem Fuß sehen willst, dann komm in die verlassene Stadt im dravanischen Hinterland. Mein Luftschiff steht dort bereit, dich nach Shalian zurückzubringen, wo du dich einer fairen Prozess erwartet. Du könntest natürlich versuchen wegzulaufen, aber damit wäre das Urteil über deinen Großvater gesprochen. Und vielleicht auch über deine Mutter. In jedem Fall würden wir dich irgendwann finden. Es gibt keinen Ausweg, Iveva. Warte! Gib es zurück, Sevestre! Wir versuchen ihn zu finden. Ja, guter Versuch auf jeden Fall. Achso, die. Okay. Oh. Toll. Eva, wer war das eben? Ich habe so ein Gefühl, als sollte ich ihn kennen. Ein Astrologe namens Sevensril, er ist das führende Mitglied einer Fraktion. Innerhalb des Rates der Philosophen, der Bibliothekare. Sie haben in letzter Zeit bedeutend an Macht gewonnen. Ihr Ziel ist es, das gesamte Wissen der Welt aufzuzeichnen und zu verwalten. Nun, da deckt sich mit der Schalianer Staatsräson, doch die Bibliothekare treiben dieses Grundsatz auf die Spitze. Das sind konservative Fundamentalisten, die ihre Ziele mit allen Mitteln durchsetzen wollen. Vielleicht erinnerst du dich an Sevestre, weil er es war, der damals darauf gedrängt hat, die Tore Schalians vor Eorzea zu schließen und zwar mit dem Tod meines Vaters als stärkstem Argument. Nun bin ich sicher, dass er es war, der meinen Vater umbringen ließ. In meinen
Tagebuch hat mein Vater in einem der letzten Beiträge erwähnt, dass ein junger Servicer ihn kontaktierte und eindringlich gewarnt habe, Schalianer-Wissen außerhalb des Stadtstaates zu verbreiten. Es war offenbar ein Studienkollege meines Vaters, der dabei war, sich als Politiker einen Namen zu machen. Mein Vater schlug diese Warnung natürlich in den Wind. Kurz darauf wurden mehrere Anschläge auf das Leben meines Vaters verübt. Als er auf eigene Faust Nachforschung anstellte, fand er den Kontakt eines Kopfgeldjägers auf seinen Namen, unterschrieben von Servistre. Der Vertrag war im Vaters Tagebuch eingelegt. Er wollte ihn in den Rat als Beweis vorlegen, aber dazu kam es nicht mehr. Jane, mein Vater hat dir sein Tagebuch in der Stunde seines Todes anvertraut, aber du hast es niemals geöffnet. Ich dachte nicht, dass es für meine Augen bestimmt war, aber es stimmt, was du sagst. Dann müssen wir das Tagebuch um jeden Preis zurückholen. Lass uns mit den Kommandanten der Mission sprechen und dann nach Ishgard zurückkehren, um unsere nächsten Schritte zu planen. Gut, dann machen wir uns da mal. Ach so, ja, wir müssen erstmal noch zu den Rittern. Wir müssen erstmal kurz da erkundschaften. Auf jeden Fall schon sehr interessant. Wer hätte das gedacht, auf jeden Fall. Och nö. Ah, wo ist die Akku so weit hier? Komm, geh weg. Dank eurer tatkräftigen Hilfe konnten wir die Mission erfolgreich abschließen. Die Opfer hielten sich im Grenzen und die Umgebung der Tannhöhe ist gesichert. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr über so hervorragende Heilkräfte verfügt. Wir haben nur die Kräfte der Gestirne kanalisiert, nichts weiter. Es freut uns, dass wir helfen konnten. Komm, Tobiko, lass uns nach Ishgard zurückkehren. So, dann machen wir uns mal wieder zurück zu Ishgard. Mal hier wieder zurück. Ja. Oh, das könnte auf jeden Fall spannend werden im nächsten. Da geht es wohl erstmal richtig los. Auch mit den Weißmagier geht es ja schon langsam los. Also da kommt ja morgen auch noch 58 und dann Sonntag 60. Und natürlich auch nebenbei den Schwarzmagier. Ich denke mal, den habe ich dann bestimmt dann, wenn ich jetzt gut bin, jeweils 2 Tage, da ein paar dran setze, sollte ich Montag bestimmt fertig sein. Und ja, dann können wir uns am nächsten Tag darauf konzentrieren. Mit Patch 3.5, was ich eben halt vorhabe, denn ja. Ihr könnt auf jeden Fall gerne in den Livestream dabei sein. Wie schon gesagt, in der Kanalübersicht findet ihr dann eine Verlinkung zu meinem Twitch-Kanal. Lasst gerne einen Follower da, wenn ihr gerne sonst dabei zuschauen wollt. Ja, ich habe gerade eine Nachricht von Kommandanten der Tannhöhe erhalten. Unsere Hilfe war höchst willkommen und sie danken uns nochmal für unsere hilfreichen Dienste. Außerdem möchten sie, dass Lieva einige der ranghöheren Ritter in Shaliana Astrologie unterweist. Die Kurie hat sich allerdings mit keinem Wort zu all dem geäußert und ich denke, dass dieses Schweigen beabsichtigt ist. Falls das Edikt schon eingetroffen ist, müssen sie nur abwarten und Servistre freie Hand lassen. Dann wird er der Kurie das Problem Lieva vom Hals schaffen und niemand wird es je wieder nach ihr fragen. Aber das werden wir nicht zulassen. Wir können jetzt nicht klein beigeben, richtig? Es tut mir leid, Jane, aber das werden wir müssen. Ich sehe keinen anderen Weg. Sylvestre hat meinen Großvater in seiner Gewalt und er hat gedroht, meine Mutter in die Sache hineinzuziehen. Und er besitzt das Einzige, was beiden hätte retten können, das Tagebuch meines Vaters. Ich kann mich meinem Schicksal nicht länger widersetzen. Ich habe seit unserer Rückkehr mehr die Karten gelegt und die Antworten war immer dieselbe. Am Ende steht die
Kapitulation, aber ich will euch nicht noch tiefer in diese Angelegenheit hineinziehen. Ich werde mich Silvester allein stellen. Versprich mir nur, dafür zu sorgen, dass der Traum meines Vaters erfüllt wird. Das verspreche ich. Und noch mehr als das, all meine Arbeit im Dienste der Shalyana Astrologie habe ich Rujun zuliebe auf mich genommen. Aquapain, ich werde dich zu diesem Treffpunkt bringen und sicherstellen, dass Sevisto sein Wort hält. Vielen Dank, Jane. Du, ihr alle seid eine echte Stütze. Bedenkt aber, dass ihr euch in Gefahr begebt. Sevisto weiß nun, dass ich seine Rolle beim Tod meines Vaters kenne. Er wird nicht zögern, alle aus dem Weg zu räumen, die meine Rückkehr nach Shayan zu verhindern versuchen. Kubiko, wir alle sind vom Äther umgeben und durch ihn verbunden. Es gibt eine Technik, diese Verbindung als Feld spürbar und erfahrbar zu machen. Wir nennen es das Unimisum, in dem Kräfte wirken, die uns allen seinen Äonen zueignen eigen sind und eine gemeinsame Quelle der Kraft darstellen. Ich weiß, dass auch du diese Mächte spüren kannst, die mich mit euch verbinden. Ich danke euch. So, und wir bekommen jetzt nun Minimusum. Sehr, sehr cool. Bitte. Ja, somit haben wir das nun erlernt. Schauen wir uns das doch mal an. Können wir das aktivieren hier? Ja, können wir sogar. Ach, das ist das hier, genau. Das sieht echt cool aus. Das habe ich ja auch schon bei den anderen gesehen. Hat auf jeden Fall was. Ja, und in der Zeit können wir uns jetzt nicht bewegen, weil wir dieses Art Heilfeld und Schutzschild errichtet haben. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, auf jeden Fall, wie sie da so steht. Und dann haben wir hinterher noch das hier, wo wir noch ja, schrittweise LP noch generieren. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und schauen wir mal an, was wir als nächstes bekommen. Opposition. Du fügst allen umstehenden Gegnern Betäubung zu. Also irgendwie jemand auch bei Sanctus. Dauer 4 Sekunden. Bei PvP sind das 2 Sekunden. Außerdem verlängert sich die Dauer von positiven Statuseffekten bei dir und umstehenden Gruppenmitgliedern um 10 Sekunden. Heißt also, wenn wir eine Karte gezogen haben mit einem Buff und ja, dann tickt er so gesehen noch 10 Sekunden auf weiter. Sehr, sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall dann ja, morgen machen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne Feedback da. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.